Und jetzt ein bisschen wieder intensiver mit einer heute schon ganz im ersten Referat angeklungenen Gemüse- Obstart beschäftigen, die auch im Kloster Neuburg intensiv bearbeitet wird. Der Kollege Dr. Thun ist dort auch Abteilungsleiter des Institutes für Obstbau und er beschäftigt sich mit diesem Thema auch seltenes Obst und ich freue mich, dass er das praktisch jetzt auf dieser Tagung nicht nur er, sondern auch seine Kollegin, die Monika Schnürer, dann auch noch vertreten sind als Referenten, weil es einfach auch unsere jetzt interinstitutionale Zusammenarbeit belegt. Also das war jetzt ein bisschen bürokratisch ausgedrückt. Nein, das Wort an dich, Lothar, bitte zu Sorbus. Ja, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich möchte vielleicht auch noch meinem Vorredner was mitgeben. Und zwar ist das Bielertal, wie die Dirndl dort vermarktet wird, auch für mich was ich im Unterricht gerne bringe. Erstens einfach um zu zeigen, wie man gelungen eine ganze Region mit einer Obstart, die ja jetzt im Erwerbsanbau nicht die riesen Bedeutung hat, trotzdem toll vermarkten kann und eben auch ein bisschen um Lust zu machen, auch auf Neues, auf kreative Gedanken, Ideen, dass man was Neues probiert. Und da ist man jetzt, also ich glaube, so ein Vermarktungsprofi wie Sie und Ihre ganze Region sind, da kann ich vielleicht immer sehr viel helfen. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, aus wissenschaftlicher Sicht, dieser 800 Jahre alte Dirndlbaum, der von Wissenschaftlern in etwa so datiert wird, nachdem der hohl ist, kann man fast die Meinung vertreten, dass die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht sehr groß, aber dass es vielleicht über 1000 Jahre ist. Ne? Also möglicherweise kann man da noch. Wir werden es verändern. Ja. Ja, wie komme ich zu dem Thema Sorbus? Also ich werde jetzt in erster Linie über die Vogelbeere, über Steierling und die Elsbeere reden. Es gibt ja noch andere zahlreiche Sorbusarten, aber das sind die drei, mit denen wir uns beschäftigt haben. Da gibt es mehrere Gründe. Auf der einen Seite waren schon die Kollegen, wie ich vor knapp 20 Jahren in Kloster Neuburg begonnen habe, haben sie sich schon mit der Vogelbeere beschäftigt und bin ich mehr oder weniger mit dem Thema konfrontiert worden. Habe mich aber immer schon auch in meiner Studienzeit ein bisschen für das Thema interessiert, einfach weil ich schon Produkte gekannt habe von der süßen Meeresche, Eberesche, die mich schon fasziniert haben, Marmeladen, die eben wirklich einen hervorragenden Geschmack haben, überhaupt keinen Histogon hatten. Und das waren schon damals diese Selektionen, die der Vater von unserem jetzigen Direktor, der Ingenieur Eber, selektioniert hat. Und der war eben bei uns am Betrieb, am Versuchsbetrieb, war der Betriebsleiter praktisch und hat sich dann sehr stark auf dieses Thema gestürzt. Was mich aber noch fasziniert hat, dann auch an den anderen Arten, wo einfach die Geschichte, die Tradition, die da teilweise verbunden ist, wenn man denkt an einen Steierling, der schon in der Antike erwähnt worden ist als Obstart und dann wieder zu den Fressnet geraten ist, immer so ein Schlummerdasein hatte und natürlich auch beim Steierling einfach das große Interesse von den Kollegen aus dem Forst, weil er einfach eine ganz seltene und besondere Obstart ist und auch als für die Holznutzung einfach was ganz Besonderes darstellt. Und Genussregionen, die mit Obst zu tun haben und innerhalb dieser Genussregionen, die mit Obst zu tun haben, gibt es dann wieder einige, die sogar mit seltenem Obst zu tun haben. Und da, wie gesagt, ist die Bielertaler Dirndl ein Beispiel, das schon seit Jahrzehnten praktisch als Paradebeispiel herangezogen wird. Aber mittlerweile gibt es auch zu meinem Thema die Wiesen Wienerwald-Elsbeere und die passt für uns auch, wir haben unseren Versuchsbetrieb in Wienerwald auch recht gut, weil wir da auch natürliche Vorkommen in der Nähe haben. Dann gibt es noch die Nuss, die Wagramer-Nuss oder mittlerweile die Dunkelsteiner Hagebutte, das Waldviertler Hochland-Kriecherl ist heute auch schon erwähnt worden, Thema Kriecherl, oder die Böllauer Hirschstirne fasse ich da auch mit hinein, weil keine Pyrrhus-Kommune ist und damit als Pyrrhus-Nival ist auch etwas ganz Besonderes, wahrscheinlich Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alte Tradition bei uns. Mittelburgenländische Kästen und Nuss
Also es gäbe da sicher noch andere Möglichkeiten, mit seltenen Obstarten auch im Rahmen der Genussregionen zu versuchen, ganze Regionen ein bisschen zu vermarkten. Wie hat sich das entwickelt bei den Vogelbeeren oder Ebereschen? Ebereschen deswegen, weil das von Haus aus diese Selektionen eben Selektionen aus der süßen mährischen Eberesche waren und die haben keine Bitterstoffe. Wir haben gestern auch, ich weiß nicht, ob das heute auch noch kommt, dazwischen einmal so ein Ebereschen-Gelee zum Kosten bekommen. Das ist mir aufgefallen, sehr gut, also interessant. Und wer einen leicht bitteren Ton mag, der wird da auch voll auf seine Kosten kommen. Aber diese Selektionen, die haben wirklich null Bitterstoffe und das ist auch alles genau analysiert. Ja, das hat dann in den Anlagen vom Ingenieur Egerin etwa so ausgesehen. Die ersten Jahre hat wirklich wunderbar funktioniert. Und es sind dann schon Artikel publiziert worden, welche Erträge zu erwarten sind. Also richtig so eine Anbauanleitung, so ähnlich wie es beim Holunder ja sehr erfolgreich vom Klosterneuburg ausgehend geglückt ist. Das sind Bilder, die er mir zur Verfügung gestellt hat, alte Fotos, die ich dann eingescannt habe. Und in den 90er Jahren, eben auch, da auch noch ganz in der Nähe, ist dieses, diese Anlage von unserer Betriebsstätte, wo man eben sieht, dass die wirklich knallvoll waren mit Früchten, wunderschöne große Fruchtdolden mit wesentlich größeren Einzelfrüchten als der wilden Vogelbeeren. Und die Idee dahinter war eben, dass man nicht nur brennen kann, sondern auch die Produktpalette eben enorm erweitern kann. Und es sind dann auch von Marmeladen über Brände sowieso, über Trockenfrüchte, über Gelees und Säfte und so weiter, ist alles mögliche auch erzeugt worden und dann auch bei uns analysiert worden. Hat wirklich hier in den Eilingen sind, wenn man sich noch beschäftigt. Ja, gut, dann möchte ich weitergehen zum Speierling. Wir haben dann ein bisschen, was das Thema seltene Obstarten betrifft, vielleicht auch Speierlingssämlinge veredelt. Und sein könnte die Begriffe bei Speierling auch wie bei Vogelbeere auf Quitte zu veredeln. Und deswegen haben wir dann eben da Veredelungsversuche unternommen, beziehungsweise unser Meister, unseren damaligen Betriebsleiter eben vor diesem Riesenexemplar. Also da wird einfach, wenn man da als Obstbauer nicht ein bisschen Feuer fängt, dann hat man wahrscheinlich seinen Beruf verfehlt, weil die Obstart ist eben selten, die Bäume sind selten, es ist was ganz Besonderes. Die Produkte sind gar nicht so mein Fall, aber es ist die Geschichte rundherum einfach, die das sehr spannend macht. Und da ist man dann angewiesen auf so Leute wie Dr. Kirsitz, die, wenn es die nicht gäbe, dann würden sozusagen die Profis wie wir, die dann im Obstbau recht gut sind, gar nie darauf gestoßen werden, dass da sehr viel verloren gehen könnte. Ja, und dann haben wir eben dieses Sortiment gepflanzt, das nach wie vor besteht. Da sieht man auf Quitte veredelte Bäume, die schon recht früh fruchten und auch sehr schöne Fruchtqualitäten teilweise für Fruchtnutzung bringen. Oder da andere Typen auf Speierling-Sämling, die aber auch schon gefruchtet haben nach einigen Jahren, dauert halt ein bisschen länger. In vielen Gebieten, erstens einmal, dass man draufkommt, dass man was ganz Besonderes hat. Es war auch in dem Gebiet, so haben wir die Leute vom Elsbeer-Verein gesagt, dass eigentlich viele Produzenten ihnen gar nicht bewusst war, was sie da für eine Besonderheit haben und bis vor wenige Jahre sind solche oft über 100 Jahre alten Bäume einfach gerodet worden, weil sie halt für Grünlandbewirtschaftung im Weg waren. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass leider einfach auch in den 50er, 60er, 70er Jahren noch nicht so das Bewusstsein da war, dass man auch nachpflanzen muss regelmäßig und das fehlt. Ja? Und jetzt steht man natürlich als Obstbauer irgendwo vor der Frage, gibt es eine Möglichkeit jetzt, also es ist ganz wichtig, dass man nachpflanzt und das heute sowohl im Irndl-Tal als auch im Elsbereich für die vollkommen richtige Strategie, dass man Sämlinge nachpflanzt. Ja? Aber da brauchen wir halt wieder 20, 30, 40 Jahre, bis die fruchten. Und deswegen überlegt sich natürlich ein Obstbauer auch,
was nicht von Erfolg gekrönt sein muss, aber man soll es ausprobieren, kann ich das verfrühen und obstbaulich irgendwie lösen. Aber wie gesagt, das sind die Wiesen, die zu erhalten sind, und da ist es ganz wichtig, dass nachgepflanzt wird. Früchte für Elsbeere, also da bin ich schon gespannt, was sich in den nächsten Jahren tun wird. Was wir jetzt noch machen, ist, wir pflanzen Elsbeeren auf Sämlinge dazu, weil ich einfach auch sehen will, ob das nicht doch die sinnvollere, langfristigere Variante ist und wann die zu fruchten beginnen. Gut, das Fazit. Vogelbeeranbau müsste man neu beginnen, aufbauen auf den Erfahrungen, die wir schon haben. Auf quitteverträgliche Speierlingsselektionen haben wir gefunden, sind vielversprechend, aber ich bin trotzdem, immerhin habe ich schon 20 Jahre Erfahrung auch in den Versuchen, und man kennt es dann, dass Probleme auch erst später auftreten können. Daher muss man auch vorsichtig sein, nicht so euphorisch. Und Probleme gibt es auch schon, geringe Standfestigkeit und Geschorfempfindlichkeit. Verträglichkeit von Elsbeerherkünften auf Quitte muss auf jeden Fall weiter getestet werden, also da sind wir noch nicht so weit wie bei Speierling, und wir werden uns jetzt, wie gesagt, auch in diesem Herbst mit Elsbeerherkünften auf Sämling veredelt anschauen, ob das vielleicht doch die beste Alternative zu Quitten ist. Werden dann die nächsten Jahre zeigen. Ja? Gut, ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit.